Früher hatte man das Problem immer, dass die Qualität von chinesischen Produkten schlecht war. Das hat sich deutlich, deutlich gebessert. Heute sind keine Qualitätsunterschiede mehr spürbar, und wenn dann der Preis stimmt, das heißt deutlich tiefer ist, dann muss man dumm sein, wenn man nicht also auch auf ein Produkt zugreift bei gleicher Qualität mit niedrigeren Preis. Möglich, aber der erste Schritt im ersten Jahr werden sicherlich 10.000 Autos sein, das ist unser Ziel, mit steigenden Volumen. Und wir sind da sehr zuversichtlich, weil die Qualität ist hervorragend von dem Auto, und das ist eigentlich kaufentscheidend.